Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zelda Twilight Princess HD Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zelda Twilight Princess HD, das Ganze aus dem Jahr 2006. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! So sieht das aus. Wir haben hier die Box für die Wii U. Das Ganze kommt hier in einer grauen Box. Wir lesen hier oben rechts einmal Zelda, The Legend of Zelda, Twilight Princess HD. Dann haben wir hier unseren Charakter Link abgebildet auf einem Pferd. Game Disc plus Wolf Link Amiibo plus Audio CD. Das sind die Inhalte. Das Ganze ist freigegeben ab 12 Jahren. Hier haben wir so ein kleines Sichtfenster. Hier sehen wir schon diese Figur, diese Wolf-Figur. Unten die technischen Details zum Spiel. Auf der rechten Seite nochmal der Boxinhalt visualisiert, was sich hier alles drin befindet. Auf der linken Seite Fotos bzw. Figuren des Spiels. Und auf der Rückseite haben wir hier so einen kleinen Einblick, was uns in diesem Spiel erwartet. Die Welt der Schatten kehrt in prachtvollem HD zurück. Ja, dieser Spruch hier auf vielen, vielen verschiedenen Sprachen. So sieht das aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier oben lässt sich das Ganze öffnen. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal das Spiel bzw. den Soundtrack, Sound Selection. Soundtrack zum Spiel. Dann haben wir hier das Spiel an sich. Wenn wir es rausbekommen. So, das Spiel. Und als dritten Inhalt haben wir hier diese Figur. So, jetzt ist das Ganze leer. Nichts ist mehr in der Box. Packen wir zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Als erstes haben wir hier das Spiel an sich, Zelda Twilight Princess HD, so sieht das aus. Ab 12 Jahren, wie gesagt, freigegeben, auf der Seite beschriftet und auf der Rückseite wieder das gleiche, das wir auch schon auf der Boxrückseite hatten, also ein bisschen Einblick in das Spiel und natürlich die Infos plus ein Barcode. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier zwei Infos. Und zwar einmal hier eine Gebrauchsanweisung für die Wii U und generell so Gebrauchsinformationen. Dann haben wir das Spiel. Das sieht so aus. Wie gesagt, ab 12 Jahren freigegeben. So, als nächstes haben wir mit dabei, ab und zu macht man das bei Spielen, dass man den Soundtrack dazu gibt. Also hier die Twilight Princess HD Sound Selection kommt hier in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite auch wieder hier entsprechend beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also wir haben hier insgesamt 20 Anspielstationen. So sieht das aus. Gut, dann schauen wir uns auch das hier mal an. Booklet haben wir hier keins, aber wir haben hier so einen kleinen Einleger. So sieht das aus. Also wie so ein kleines Poster, wie so ein Artwork, Mini-Poster. Und dann haben wir die CD an sich. Die kommt hier in Grau und Gold. Dahinter noch das Logo. So. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier diese Figur. Das ist scheinbar der Hersteller oder die Marke Amiibo. Und das Ganze lässt sich dann hier rauslösen. So, hier ist dann auch nochmal ein Informationszettel. Okay. Packen wir mal zur Seite. Und dann kann man das hier so aufdrücken. Einmal. Zweimal. Denn das Ganze rastet hier ein. Also wir haben hier so zwei Plastikknoppen, die hier dann entsprechend das schließen. Und das ist dann die Figur. Also wir haben hier den Wolf,
diese Wolfsfigur hier. Auch hier auf dem Ständer, auf dieser Plattform hier wieder das Logo. Von unten sieht das Ganze so aus. Amiibo Made in China. Grüße gehen raus. Ja, die kann man sich schön ins Regal stellen. So, dann packen wir die hier wieder rein. Und machen auch wieder den Verschluss drauf. So wie es gehört. Einmal, zweimal. Ah, jetzt habe ich gerade den Zettel vergessen. Aber nein, der ist ja eh auch jetzt noch einzufügen. Der kommt hier einfach unter die Plattform. Und dann schieben wir das hier wieder so rein. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Spielfigur hier. Dann haben wir die Sound Selection zum Spiel. Und natürlich das Spiel an sich, The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, The Twilight Princess HD. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Zelda Twilight Princess HD unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.